Welcome to Chemnitz. Wir sind zu Gast in der Kulturhauptstadt Europas 2025 und wie der Name schon sagt, hier gibt es eine sehr weit zurückreichende Kultur- und Technologiegeschichte. Außerdem gibt es hier sehr viel zu entdecken. Wir werden heute mit Nelson Weidemann und Kevin Jebo von den Niners Chemnitz ein bisschen den Stadtkern erkunden. Morgen geht es dann zum Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Warum die Stadt konkret liebenswert ist, werden wir herausfinden und warum auch der Basketball aus Chemnitz nicht mehr wegzudenken ist, bleibt dran. So. Ach, hey. Alles gut. Ja. Nee, wie lange spielt ihr eigentlich schon Basketball? Ich seit ich 16 bin, seit 10 Jahren jetzt. 16? Krass. Ich habe mit sieben angefangen, also schon als Kind. Aber da schon richtig im Verein, davor schon so bestimmt so 6, 5. Und wir hatten halt so einen Hof mit einem Basketballplatz. Hat sich immer ganz gut ergeben, halt Energie. Damals hat Alba noch in der Max-Schmeling-Halle konstant gespielt und wir haben direkt gegenüber von der Max-Schmeling-Halle gewohnt. Also Chemnitz hat auf jeden Fall mehr Großstadt-Feeling als die Station, wo ich davor war, muss ich schon mal sagen. Also als Göttingen und Bamberg, definitiv. Aber ist es denn so, wenn ihr durch die Innenstadt lauft, dass ihr irgendwie erkannt werdet? Hier ist schon krass. Also ich wette, wenn wir da jetzt durch diese Mall laufen würden, würden uns Leute auf jeden Fall. Ja. Es ist schon cool, dass Leute hier in der Stadt realisieren, was basketballtechnisch hier abnimmt. Wo kriegt man denn den besten Döner in der Stadt? Ey, ich habe einen krassen hier entdeckt. Der ist direkt, doch, wirklich. Der ist wie in Berlin tatsächlich. Nein, der ist gleich hier. Der heißt Best Kebab House oder so. Ich schwöre, der ist krass. Da, wo wir waren, kann man auch Grillgemüse machen. Ja, das ist ehrlich. Und so Halloumi, macht ihr auch Halloumi rein? Ja, aber alles, was geil. Was macht ihr in Chemnitz an euren Off-Days? Also du hast gerade schon gesagt, nee, du hast bald gesagt, ne? Ab und zu, ja. Bald? Nein, ein Hund. Wo hast du einen Hund? Meine Freundin hat einen. Ach geil, Hunde, ne? Das ist natürlich auch mal ein guter Grund, zu gehen. Das ist Paradies für die, wirklich. Ja, wir haben eigentlich auch immer einen Hund im Training. Ja. Jetzt ist ja ganz eine Situation, weil Rodrigo lässt seinen Hund eigentlich immer ohne Leine. Wir hatten so eine Szene, Rodrigo ist komplett eskaliert im Training, hat jemanden angemeckert, bla bla bla, und dann kam sein Hund hinten reingelaufen, aber er hat es nicht gesehen und er war so auf 180. Und wir stehen da alle nur so, müssen alle so grinsen und er richtig in seinem Film so, ne? Hat gar nicht gecheckt, was abgeht, aber er war richtig sauer. Und wir stehen da einfach nur alle so und dann hat er sich umgedreht, er war so ein anderer Mensch auf einmal, war wieder so happy. So, oh, my boy, komm hier. So, wenn man jetzt im Training ist und man hat jemanden im Team, mit dem man wirklich richtig eng befreundet ist, den man vielleicht auch schon mega lange kennt, ist das irgendwie strange, dann gegen die zu spielen, oder ist es eigentlich fast sogar einfach, weil man kennt sich gut? Nee, bei mir ist eigentlich immer Training ist Training und danach ist alles easy. Und Gegenspieler ist Gegenspieler, beziehungsweise Mitspieler ist ja dann Gegenspieler im Training, aber... Genau, aber dann natürlich so, als Big hat man ja immer viel Kontakt. Manche Bigs zum Beispiel, jetzt letztes Spiel gegen Klaassen, war schon ein bisschen so, da war schon ein bisschen, das war schon tough, da war schon ein bisschen sauer auf dem. Aber ja, das gehört... gehört dazu, ne? So dann nach dem Spiel ist auch alles wieder cool und auch im Training. Das ist schon, also es ist schon immer cool, wenn du so einen Anhaltspunkt hast, wenn du weißt, du kannst auch außerhalb vom Team mit, weißt du, dass du halt jemanden hast, mit dem du alles machen kannst. Und im Training, so, ich weiß nicht, ihr achtet öfter auf euch im Sinne von so, du kannst ihm sagen, was dir auffällt, genau. Was er besser machen kann und sowas. Man ist halt auch ein bisschen offener, ne? Man sagt auch eher, ist gerade so oder ach, keine Ahnung, nicht? Du kannst auch mal ehrlich sagen, so, hey, es war jetzt echt nicht so gut von dir und du weißt halt so, ist nichts Persönliches, weißt du? Bei uns kann man viel sagen, so, auch keiner ist so wirklich, dass er sein Ego so groß ist und jeder nimmt seine Sachen an. Das finde ich bei uns richtig schön. Unsere Starting Five für Chemnitz auf dem ersten Platz. Chemnitz ist seit 2020 in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Zweitens, mit 245.000 Einwohnern ist Chemnitz in Sachsen die drittgrößte Stadt. Drittens, Chemnitz ist unter anderem bekannt für sein wunderschönes Opernhaus, für die vielen Kunstsammlungen hier und für den Roten Turm. Viertens, gleichzeitig unser Must-See, aber auch das Wahrzeichen der Stadt Chemnitz, das Karl-Marx-Monument. Wusstet ihr überhaupt, dass von 1953 bis 1990 Chemnitz auch Karl-Marx-Stadt genannt wurde?
Und fünftens, eigene Wege gehen, neues Erfahren und Erfindergeist leben. Nach diesem Rezept leben die Einwohner von Chemnitz hier sehr erfolgreich. Wer außerdem sehr erfolgreich etwas Großes umsetzt, ist der Ex-Kapitän Malte Ziegenhagen der Niners Chemnitz zusammen mit seiner Race Up Academy. Und das spürt man überall hier in Chemnitz. Ich habe hier gerade einen jungen Fan der Niners Chemnitz gefunden. Und ja, wie lange gehst du schon zum Basketball? 3-4 Monate schon. Und davor, war dir Basketball hier bekannt in der Stadt oder wie kamst du zum Basketball? Dass du schauen gehst oder auch selber spielst? Ich habe viel auf YouTube geguckt und dann habe ich hier einfach mal angefangen und dann habe ich gewusst, dass was für mich ist. Und heute Abend spielen ja die Niners Chemnitz gegen Ludwigsburg. Bist du in der Halle? Ja. Bist du immer in der Halle? Ja, das ist fast jedes Spiel. Hast du auch einen Lieblingsspieler von den Niners? Ja, habe ich. Ich habe Nelson Weidemann. Nelson Weidemann, ja. Mit dem haben wir gestern hier auch in der Innenstadt so ein bisschen rumgelaufen. Der ist auf jeden Fall super sympathisch. Ich drücke dir heute Abend oder euch beiden heute Abend die Daumen, dass das klappt mit euren Niners Chemnitz und wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Spiel. Hier Steffen Herold, der Geschäftsführer von den Niners Chemnitz, bei mir zu Gast. Was bedeutet dir denn Basketball so im Allgemeinen? Schon meine Lieblingsballsportart. Ne? So von Sport. Ich habe das selber gespielt als Kind und Jugendlicher, hat maßgeblich geprägt. Und dass ich jetzt da auch in dem Metier arbeiten kann, das ist natürlich irgendwie ein Sechser im Lotto. Ne? Was bedeutet der Basketball für die Stadt Chemnitz? Oh, ich glaube, das ist das, was ganz was Besonderes. Das war es auch schon immer oder seitdem ich denken kann, sind wir dazugekommen. Wir saßen in der Schlossteichhalle als Kinder. Da war unser erster Amerikaner da, Matt Linehan, und die Halle war packevoll. Und es war unabhängig. Das war so Regionalliga, haben wir da gespielt. Und dann haben wir auch mal zweite Liga gespielt, sind wieder abgestiegen. Mal sportlich erfolgreich, mal weniger erfolgreich, aber die Halle war immer voll. Ich glaube, Basketball funktioniert hier halt extrem gut. Kann man von irgendeiner Niners-DNA sprechen? Du hast jetzt einfach gesagt, das ist hier. Ja. Es ist hier einfach, es funktioniert hier gut. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, ich glaube, so wie wir es angehen. Also wir sind schon ambitioniert, aber irgendwie immer noch down to earth, also so neudeutsch. Wissen auch, was unsere Grenzen sind, sind auch bescheiden. Wie schafft ihr es, dass ihr in so einer kurzen Zeit ein so enorm qualitativ hochwertiges und grundsätzliches schnelles Wachstum erreicht habt? Ja, wir haben schon ganz konkrete Vorstellungen. Wir wissen schon, wie es funktionieren kann und was dafür notwendig ist und es muss. Also wir hatten schon immer Pläne, die sind aber sehr strukturell angelegt. Also da steht jetzt nicht irgendwie, in 4 Jahren wollen wir aufgestiegen sein. Also das war damals das Thema. Wir gehen da anders ran und sagen, okay, was ist notwendig, um aufzusteigen oder um die Chancen zu erhöhen. Und dann wissen wir die einzelnen Bereiche und in denen arbeiten wir dann hart. Und dann werden die Strukturen gelegt, alles was dazugehört. Wir erhöhen Wahrscheinlichkeiten. Letztes Jahr wart ihr zum ersten Mal beim Top 4 dabei. Ja. Dieses Jahr hast du eben schon selber gesagt, das erste Mal international gespielt. Wie stolz bist du auf dein Team, auch dass man nicht nur in der Liga so stark ist, sondern eben auch sich international wirklich messen kann? Ja, das ist unwahrscheinlich. Das wird natürlich auch kontrovers diskutiert, auch intern. Und wie gesagt, sind wir schon so weit, dass wir das können, diese Doppelbelastung? Weil natürlich für uns die Bundesliga, das ist das A und O, das Brot- und Buttergeschäft, daran hängt alles. Wir sind auch als Organisation, was das Backoffice angeht, jetzt noch kein Ludwigsburg, kein Oldenburg, ne? von der Mannstärke. Was wissen wir denn, was auf uns zukommt? Da haben wir die Kreisheime besucht, ne? Wir haben ja natürlich auch Clubs besucht, die so ähnlich strukturiert sind wie wir. Erfahrungsaustausch gemacht und wir wussten aber, dass wir es trotzdem wollen. Ja. Weil das wieder so ein, ich nenne das immer so, du musst stimuliert werden, damit du weiter wächst. Und das teilen wir alle und ich bin am Ende mega stolz, weil wir stehen ganz gut da mit allen Herausforderungen, die wir dieses Jahr hatten in der Liga. Ja, wir sind nicht 100% zufrieden, aber mit Anbetracht der Herausforderungen, die wir auch hatten, dass wir auch 2 sehr wichtige Spieler gehen lassen haben, die als Führungsspieler eingeplant waren, dass wir uns dann trotzdem mit dieser jungen Mannschaft in 2 Wettbewerben so etabliert haben, Stand heute, das ist schon gut. Sehr bodenständig, sehr sympathisch. Vielen Dank, Steffen Herold, für das nette Interview. Danke. Ich habe mir gerade 2 Niners-Fans geschnappt aus dem Fanblock mit den 2 superschönen Hoodies. Und ja, wie lange seid ihr jetzt schon hier bei den Niners dabei?
Also gefühlt schon Ewigkeiten, also ungefähr 7 bis 8 Jahre sind wir schon Fans. Und wir versuchen bei jedem Spiel dabei zu sein. Also das ist wirklich so, dass wir immer in der Halle sind. Und ihr habt dann auch eine Dauerkarte? Ja. Genau. Ja. Ja. Das dritte Jahr jetzt, glaube ich, in Folge die Dauerkarte. Wir sitzen immer hier direkt neben dem großen Fanblock und ja, die Stimmung ist einfach immer bombastisch. Der Kapitän der Niners Chemnitz und erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg 89-80 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Hast du das von Anfang gedacht, dass es so eine klare Nummer wird? Also, dass es eine klare Nummer wird, hätte ich nicht gedacht, aber ich wusste, dass es auf jeden Fall ein Kampf wird. Es ist immer so gegen Ludwigsburg. Ja. Ich glaube, das ja. sieht man auch, viele Fouls ja. und bin einfach nur super happy, dass wir gewonnen haben. Du bist gebürtiger Chemnitzer, du bist Kapitän der Niners. Sehr bist du mit dem Verein verbunden? Ja, also ich bin wahnsinnig verbunden. Spiel, seit ich 7 bin, habe ich wirklich bei den Niners in der Jugend angefangen. Bin den ganzen Weg bis nach oben gegangen, habe den Aufstieg zusammen erlebt mit den Niners. Kenne viele Fans auch privat, glaube ich, mittlerweile. Und ja, das ist einfach meine Stadt und mein Verein. Du hast eben schon gesehen, es ist ganz schwer, dich hier von den Fans loszureißen, die dich alle kennen. Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man so sehr verbunden? Also ich meine, es ist im Basketball ja auch oft so, dass die Spieler auch häufig die Vereine wechseln. Bei dir ist es jetzt genau das Gegenteil. Du spielst eigentlich, seitdem man denken kann, bei den Niners. Genau. Wie fühlt sich das an für dich? Ja, also so eine Verbundenheit, irgendwie pusht mich das schon nochmal extrem. Ja. Gerade vorm Spiel, ich gucke ins Publikum, sehe meine Freunde, sehe meine Familie, sehe die Fans, die mich immer supporten, mit meinem Trikot da drin stehen. Und pusht einfach enorm. So, und wir verabschieden uns hier aus Chemnitz. Seid gespannt, wo der nächste Standort-Check hingeht.